Mein Name ist Sarah Landolt, ich arbeite an der Uni Zürich in der Humangeografie und wir haben da verschiedene Projekte, wo wir uns damit auseinandersetzen, Jugend, Nachtleben, Alkoholkonsum. Begonnen das Ganze damit, dass es im öffentlichen Raum etwas Sichtbares ist, wenn Jugendliche draußen trinken. Es gibt Konflikte, es gibt Politiken dazu. Und mit der Zeit wurde es jetzt aber immer mehr auch ein Thema des digitalen Raumes. Und das heißt, wir haben Projekte sowohl im analogen wie auch im digitalen Raum dazu. Ich glaube, man kann nicht sagen, es hat die oder die Bedeutung. Die Zahlen haben in den letzten Jahren zugenommen, stabilisieren sich jetzt auch wieder. Die Frage ist auch, von welchem Alter von Jugendlichen wir sprechen. Relevant ist aber, dass wir in Deutschland oder auch in der Schweiz, wo ich hauptsächlich Forschung mache, wir haben eine Alkoholkultur. Das heißt, Jugendliche, egal ob sie trinken oder nicht, werden mit Alkohol konfrontiert. Und man kann sehr wohl auch nicht trinken. Und es gibt Jugendliche, die nicht trinken oder die ganz wenig trinken. Aber die Bedeutung ist, jede jugendliche Person muss sich damit auseinandersetzen und dadurch hat Alkohol unterschiedliche Bedeutungen. Das kann die Bedeutung haben, dass es vielleicht, man ist in einer Peer Group, wo alle trinken und man trinkt selbst nicht, dann ist das eine Erfahrung, wie setze ich mich da durch, wie setze ich mich, kann ich mich durchsetzen, passe ich mich an. Für diese Person hat Alkohol eine ganz andere Bedeutung als für eine Person, die trinkt, zur Norm gehört, Spaß hat. Das sind andere Bedeutungen. Im Ausgang kann es wieder eine andere Bedeutung haben. Da geht es darum, flirte ich mit, muss ich alkoholisiert sein? Was geschieht, wenn ich jemandem ein Bier anbiete, wenn wir gemeinsam die Flasche im Kreis rumgehen, wenn wir Trinkspiele machen? Da hat Alkohol wieder ganz andere Bedeutungen. Da kann es plötzlich um Einschluss, Ausschluss gehen etc. Die spielen eine Rolle und spannenderweise wurde das in der Forschung sehr lange nicht angeschaut. Wir haben auch jetzt ein Projekt dazu, es gibt andere Projekte dazu. Man weiß, dass einerseits auf Facebook werden Alkoholbilder gepostet, die bekommen Likes. Und wenn das so ist, was häufig so ist, das kennt man vor allem aus dem Kontext von Neuseeland, hat man ein bisschen die Angst oder wird in der Prävention auch davon ausgegangen, das gibt so ein Airbrushing auch von diesen Bildern, weil die werden schön dargestellt. Und ein Absturz ist nicht immer nur schön, also dass es quasi anders aussieht als in der analogen Welt. Wenn man da viele Likes bekommt, ist jetzt die Angst, dass das quasi die Norm, wie viel Alkohol getrunken wird, dass die hochgeht. Was man aber auch sagen muss, ich glaube, das ist nur ganz eine kleine Seite des digitalen Aspektes. Was wir anschauen, was ich sehr spannend finde, ist, sowas wie WhatsApp, das sehr verbreitet ist und viele Jugendliche zum Kommunizieren brauchen, wie wird da über Alkohol gesprochen, wie wird da Nachtleben ausgehandelt. Und da sieht man, dass es viele Facetten hat. Es kann ein Sorgeinstrument werden, also man kann über WhatsApp schauen, sind alle gut nach Hause gekommen, sie kümmern sich zum Teil auch umeinander, wenn sie unterschiedliche Heimwege haben. Es kann aber auch zu einer Competition werden, also zu einem Wettbewerb. Wer ist an der cooleren Party? Und da haben wir jetzt in unseren Daten gesehen, kann das dazu führen, dass man trinkt, das inszeniert und dann an unterschiedlichen Orten ist und mit Freunden, die an anderen Partys sind, ganze Trinkspiele inszeniert. Und da muss man sich schon wieder fragen, wenn wir so unterschiedliche Trinkdynamiken, die an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Gruppen stattfinden, wenn die jetzt zusammenkommen und miteinander ineinander reinwirken, hat das ein Potenzial, dass das alles gesteigert wird, weil es diese, eben diese Competition oder diese Wettbewerbsfunktion hat. Und das nicht nur das Mehrtrinken, aber das wahnsinnige Performen von was Speziellem dazu führen kann, dass eben Grenzen überschritten werden. Ja, es wird an unterschiedlichen Orten unterschiedlich getrunken. Wie ich gerade in meiner Session vorher wurde diskutiert, dass eigentlich an Bars qualitativer getrunken wird, vernünftiger getrunken wird als in Clubs und Discos. Ich würde das nicht so in grobe Ortsunterteilungen aufteilen. Ich glaube, öffentlicher Raum ist ein Ort, wo zum Teil sehr viel getrunken wird, wo halt billiger Alkohol konsumiert werden kann, kann aber auch
es ist dann auch unterschiedlich konnotiert. Also Kids, die auf der Straße trinken, zum Teil ist das Kultur geworden in den letzten Jahren. Zum Teil gibt es aber auch andere Jugendliche, die sich klar davon distanzieren und sagen, wir trinken nur an Partys. Am Hauptbahnhof trinken, das ist nicht unsere Kultur. Deswegen glaube ich, ja, Räume sind unterschiedlich konnotiert, aber das müssen wir immer im Zusammenspiel mit der Gruppe oder mit der Jugendkultur sehen, die da trinkt. Von einer laufenden Studie, die wir zusammen mit Sucht Schweiz machen, haben wir jetzt gesehen, dass sehr oft auch zu Hause getrunken wird, also in der Gruppe, also nicht das alleine trinken, am Wochenende, dass man Freunde einlädt, dass man vor dem Ausgang gemeinsam trinkt. Und diese Orte vergessen wir manchmal, also auch private Räume sind Trinkräume, auch von Jugendlichen.